Ja, in dieser Vorlesung möchte ich euch nun eines der wichtigsten Messprinzipien vorstellen, die mit denen man Durchflüsse in Leitungen, allgemein Rohrleitungen, bestimmen kann. Das sind die sogenannten Venturi-Düsen oder Venturi-Rohre und die basieren auf dem Prinzip der plötzlichen oder Quatsch, der kontinuierlichen Verengung. Ja, in der letzten Vorlesung hatte ich Ihnen gezeigt, dass in einer kontinuierlichen Verengung, so wie sie hier zu sehen ist, die Bernoulli-Gleichung gilt. Wir brauchen hier nicht mit der Impulsgleichung arbeiten, beziehungsweise die Impulsgleichung führt in einer kontinuierlichen Verengung auf die Bernoulli-Gleichung. Und das bedeutet hier, dass der Druck bei einer kleinen Geschwindigkeit groß ist und bei einer großen Geschwindigkeit klein ist. Und die Druckabnahme konnten wir uns zwischen diesem Punkt hier und diesem Punkt hatten wir uns in der letzten Vorlesung mit Hilfe der Bernoulli-Gleichung bestimmt. Es ergibt sich also eine Druckabnahme. Hier ist der Druck kleiner als hier und die ist natürlich proportional zu den Strömungsgeschwindigkeiten, die hier wirken. Ja, und die Strömungsgeschwindigkeiten selbst unterliegen der Kontinuitätsgleichung, das heißt, lassen sich durch den Durchfluss darstellen und das ist in dieser Formel dargestellt. Ja, darauf basiert nun das Messprinzip des Venturi-Rohres. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Druckdifferenz bestimmen. Und Druckdifferenzen kann man immer durch U-Rohre bestimmen. Das ist hier dargestellt und das will ich Ihnen auf der nächsten Folie zeigen. Ja, für so ein U-Rohr oder in einem U-Rohr, wenn wir dieses mit einer Testflüssigkeit der Dichte Rho T bestücken würden, dann würde hier eben aufgrund des großen Druckes und hier des kleinen Druckes sich im U-Rohr eine Höhendifferenz einstellen. Und diese Höhendifferenz wollen wir zunächst erstmal bestimmen, denn die kann man dann in einem solchen U-Rohr letztendlich messen. Also, das heißt, wir schauen uns das Kräftegleichgewicht auf dieser durchgezogenen Linie an. Hier wirkt einerseits oder wenn wir das von hier aus uns anschauen, hier wirkt einerseits der Druck P1 und dann haben wir hier ein Stückchen der Höhe Delta H, was mit der Flüssigkeit im Rohr verbunden oder verbunden ist. Ja, also hier liegt im Prinzip ein Gewicht der Höhe Delta H mal der Dichte hier der Flüssigkeit im Rohr auf. Dadurch drückt sich das nach unten. So, und wenn wir das auf der anderen Seite anschauen, wenn wir zwischen hier und hier schauen, dann liegt hier die Dichte, Quatsch, der Druck P2 an und darüber liegt eine Röhre der Dichte Rho T mal Delta H an. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite auf dieser Fläche den Druck P1 plus Rho mal G mal Delta H auf dieser Seite. Und auf der anderen Seite haben wir den Druck P2, der das hier nach unten drückt, plus Rho T, die Dichte der Testflüssigkeit mal G mal Delta H. Das müssen wir gleichsetzen. Auf dieser durchgezogenen Linie sind diese beiden Drücke oder Belastungen gleich und daraus können wir dann die Druckdifferenz berechnen. Die Druckdifferenz zwischen diesem Punkt und diesem Punkt hier ist P1 minus P2, ist Rho T Testflüssigkeitsdichte minus Flüssigkeitsdichte, zumeist Wasser, mal G mal Delta H der sich einstellenden Druckdifferenz. Wir haben also die Möglichkeit, ganz einfach die Druckdifferenz im Rohr darzustellen als Dichte der Testflüssigkeit minus Flüssigkeitsdichte im Rohr. Sie müssen also unterschiedlich sein. Wir müssen hier an der Stelle eine andere Testflüssigkeit nehmen als das, was im Rohr fließt. Und das können wir dann ganz einfach hydrostatisch mit der Gravitationsbeschleunigung und der sich einstellenden Höhendifferenz berechnen. Das wäre also die Möglichkeit. Wenn wir nun das mit dieser Formel zusammenbringen, dann können wir hier nach Q auflösen und bekommen automatisch die Geschwindigkeit V2 in dieser Verengung und aus der Geschwindigkeit dann dementsprechend, indem wir die Geschwindigkeit in der Verengung mit dem Querschnitt hier multiplizieren, den Durchfluss heraus. Wir brauchen also letztendlich bei bekannter Testflüssigkeitsdichte, bei bekannten Querschnittsänderungen eigentlich nur diese Höhendifferenz messen in irgendeiner Form und dann bekommen wir Strömungsgeschwindigkeit und Durchfluss heraus. Das ist das Venturi-Rohr, mit dem sich ein Durchfluss recht leicht bestimmen lässt. Ja, dazu abschließend einfach zwei schöne Aufgaben. Die Übung 1 besteht darin, dass wir annehmen, dass wir ein DN500 Wasserrohr haben. Es fließt also Wasser und wir wollen den Durchfluss in diesem Wasserrohr messen.
So, wir gehen also auf ein 25 cm Rohr. Hier ist es DN500. 500 DN500 bedeutet immer einen Durchmesser von 500 mm. Hier gehen wir auf 25 cm, also 250 mm. Wir halbieren also den Querschnitt im Rohr. So, und jetzt ist die Frage, wie groß sind der Strömungsgeschwindigkeit und der Durchfluss in der Engstelle und der Durchfluss, wenn wir eine Spiegeldifferenz hier von 7 mm messen. Ja, das ist relativ einfach. Wir müssen natürlich, das U-Rohr ist mit Quecksilber gefüllt und wir müssen jetzt natürlich die Dichte von Quecksilber kennen. Die Dichte von Quecksilber geteilt durch die Dichte oder die Dichte von Quecksilber, Entschuldigung, ist 13.595 Kilogramm pro Kubikmeter. Wenn wir das durch die Dichte von Wasser teilen, dann bekommen wir 13,595 heraus. Minus 1 ergibt 12,595. Das müssen wir dann hier einsetzen. Das ist quasi die Messverstärkung. Umso größer der Unterschied zwischen der Dichte im Messrohr und der Dichte, die hier fließt, ist, umso stärker wird eine Höhendifferenz hier also verstärkt. Ja, und wenn wir das dann alles einsetzen, bekommen wir eine Strömungsgeschwindigkeit hier in der Engstelle von 1,36 Meter pro Sekunde heraus. Und daraus können Sie sich dann, indem Sie das mit dem Querschnitt hier multiplizieren, dann natürlich auch selbstständig den Durchfluss bestimmen. Ja, und jetzt habe ich die Aufgabe extra so gemacht, wie man es natürlich heute nicht machen würde. Ich habe als Testflüssigkeit hier Quecksilber genommen. Quecksilber ist, wie Sie alle wissen, giftig und das sollte man selbstverständlich keinesfalls in so einer Messanordnung nehmen, weil insbesondere dann, wenn es sich hier um Trinkwasser handelt, könnte es schnell passieren, dass die Strömungsgeschwindigkeit hier so groß wird, dass diese Messflüssigkeit in unser Rohr reindringt. Ja, das muss man natürlich verhindern. Und jetzt ist die zweite Übungsaufgabe, Sie sollen die Strömungsgeschwindigkeit bestimmen, bei der dann dieses Quecksilber in unser Rohr reindringen würde. Wir dürfen also nie eine größere Geschwindigkeit haben als diese Geschwindigkeit. Ja, dazu gehen wir davon aus, dass die Höhendifferenz in der Rudellage, das ist hier diese gestrichelte Linie, zwischen dieser gestrichelten Linie und unserem Rohrunterkante hier an der Stelle, da wo es eindringen würde, 2 cm beträgt. Ja, das ist dann relativ einfach. Setzen Sie das einfach mal selbst ein und Sie bekommen dann eine Strömungsgeschwindigkeit in der Verengung von 3,25 Meter pro Sekunde heraus. Dann würde tatsächlich hier unser Quecksilber in unsere Wasserleitung eindringen, was man natürlich tunlichst verhindern sollte, nicht etwa indem man das hier richtig berechnet, sondern indem man hier natürlich kein Quecksilber nimmt. Ja, das wäre die zweite Aufgabe. Und wenn Sie hier einen anderen Wert bekommen, dann sollten Sie hier einfach mal nachdenken. Ich habe hier geschrieben, einen Abstand von 2 cm, was Sie dann hier tatsächlich dann als Höhendifferenz herauskommen. Wenn das also 2 cm sind, dann müssen Sie hier natürlich 4 cm als Höhendifferenz einsetzen und dann sollten Sie schon das richtige Ergebnis bekommen.